Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge habe ich mal besser einen Punkt ausgewählt nach unserem Bosskampf, wo ich zum einen nochmal gespeichert habe, vorsichtshalber, und zum anderen einen kleinen Break gemacht habe. Weil wir haben nämlich einen von Thors Söhnen kaputt gemacht, wollte ich gerade sagen, getötet. Und der andere ist dann leider geflohen. Den hätten wir eigentlich auch noch gut töten können. Finden Sie den Bindepunkt mit L? Drücken Sie dann R, um zuzuschlagen. Wie kriege ich das dann mit? Oder ist das das? Achso, RT. Das war ja anscheinend nicht. Also nicht, wo es hell wird, so wie es aussieht. Ah. Keine Ahnung. Worauf muss ich denn achten, Jungs? Ich habe jetzt gedacht, da wo es hell ist. Also doch da, wo es hell ist. Aber es hat nicht ganz gepasst. Okay. Kommt jetzt wieder ein Bus? Das hat er. Er war ein Gott. Oh nein. Du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht. Aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Oh. Oh. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Ich kann das Ding aber nicht mit nach hier nehmen, oder? Ach nee, wir hatten das da ja gar nicht bei dem Kampf. Okay, also da wäre eine Truhe, aber wohl auch ein ziemlich heftiger Gegner drin, so wie es aussieht. Allerdings muss man dafür sowieso erstmal die Runen hier hinkriegen. Und da oben wäre etwas Rotes. Ich hoffe jetzt nicht, dass dadurch das Ding links aktiviert wird. Ja, oder wir kriegen so auf. Das wäre natürlich sogar noch besser. Okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich höre den Zwerg schon wieder. Was sind das für Knaufe hier, wo wir gerade entlang springen? Da. Ach, hier sind wir. Ja, dann sind wir tatsächlich, glaube ich, bei ihm in der Nähe. Ja, nicht nur in der Nähe, wir sind sogar von oben. Ich kenne einen Ort, an dem ihr vielleicht brauchbare Schätze findet. Moment, hier waren wir schon mal. Genau. Aber wie geht's zurück? Richtig, Junge. Wir sollen wahrscheinlich unten durch die Tür, denke ich. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Ja, markiere nicht den starken Kleiner. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja. Okay, hier ist es ganz hell. Aber ganz hell bedeutet nicht, dass es auch tatsächlich da ist. Och, Leute. Gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Okay, da kommen doch jetzt wieder irgendwelche Gegner, oder? Wenn ich hier schon so ein blaues Teil suchen muss. Ah, Moment. Na, da müssen wir was reinwerfen, ne? Ja, also hinwerfen. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Und die Frage habe ich gerade beantwortet. Okay, sehr schön. So, Moment. Ah,
Ah, da ist das blaue Ding drin. Ach, ich dachte gerade, da kommt einer. Okay. Dann spielen wir wieder Obelix mit seinem Hinkelstein. Und fügen das erstmal hier ein. So. Dann, wie konnte ich nochmal die Pfeile ändern? Damit, ne? Will ich das? Okay, das will ich, okay. Weltenstaub legendär, formlose Substanz, die in Weltenrissen gefunden wurde. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich meine nämlich, irgendwann ist doch mal ein Gegner rausgesprungen. Und seitdem bin ich da immer etwas vorsichtig mit, wenn ich diese Dinger anfasse. So, hier haben wir noch eine Tür. Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Ja, das ist richtig. Wir gucken erstmal, was wir alles so kaputt machen können. Weil auch der Kopf hat ja schon verstanden, unsere besondere Gabe ist, dass wir etwas kaputt machen können. Und das wollen wir natürlich beibehalten. Okay, ich denke mal. Dass das irgendwie... Ah. Bewegt sich. Okay. Vielleicht kommen wir dran. Ja. Keine Ahnung, ob wir dran kommen, aber wir probieren es gleich. Oh, Moment, was haben wir hier? Komme ich damit wieder hoch wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, ich verstehe. Da muss der Kleine da hoch und mir die Kette runterwerfen. Okay. Die Frage ist jetzt, da komme ich nicht runter. Achso, geht's hier weiter? Ach, stimmt, da kamen wir gar nicht her. Okay. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Natürlich schaffst du das. Du bist auch klein genug. Da müsste ich aber eigentlich auch raus. Das ist ein Weg zum Ausgang, auf der anderen Seite. Ja, mach erstmal das Ding da oben, Kleiner. Hallo. Mach doch erstmal die Kette. Ernsthaft. Boah, zu nichts ist der Junge zu gebrauchen, ne? Der hört nicht, der macht, was er will. Mann, 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 Mann. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt dabei ist. Pass auf, die Kette gibt er mir gleich auch nicht. Hier oben ist eine Kette. Ach ja, das wird noch ein Problem werden. Genau, dich machen wir mal wieder zurück hier. Und jetzt mach mal die andere Kette kleiner. Die eine hast du jetzt ganz brav runtergemacht, das ist toll. Oder muss ich mir die selber... Das kann natürlich auch sein. Muss ich mir die selber... Ah, pass auf. Das können wir mal probieren. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Also. Ob du jetzt drauf bist oder nicht, Kleiner. Ich mach das Ding nach oben. Dann versuche ich das mal festzumachen. Oh, das geht anscheinend doch nicht. Okay. Oder geht das da oben? Ah. Das war die Lösung. Das war keine Lösung, aber das war das, was ich gerne machen wollte. So, Moment. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt hier... Hä? Ach, da müssen wir gar nicht rum. Ja, dann. Ich wusste ja nicht, dass ich jetzt hier rum tatsächlich weiter muss. Ich dachte, ich muss noch oben noch irgendwas machen.
Okay, perfekt. Dann war es doch die Lösung. Hast du recht gehabt, Kleiner. So, komme ich darüber gesprungen? Ja. Legen wir uns hier den Rückweg schon mal frei. Nein, 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 nein. Nein, du bleibst da oben. Okay. Aua. Dann die nächste. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend, wenn man nie genau weiß, wohin. Da wird es weniger. Ah, ah. Aber selbst wenn es leuchtet, ist es nicht gut genug, dass man da drücken muss. Was ist das denn? Ach komm. Das verstehe ich ja noch, weil da leuchtet es gar nicht. Aber irgendwie bin ich dafür zu doof heute. Ich weiß auch nicht. Na komm. Ja, der Kleine ist krank und ich habe einen Frosch im Hals. Passt doch irgendwie perfekt. Wo sind wir denn hier? Warum ist die Kette denn schon unten? Oh, Moment, da sehe ich doch gerade was. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Unter der Hand. Ach so, ja klar, wir sind ja durch das Ding durchgegangen. Ich denke mal, wir müssen dann hier rum. Das sieht gut aus. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was will die Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Vielleicht würde sie sich auch Sorgen machen, aber... Hey, warte auf mich! Ja, dann komm mit! Was jetzt? Vielleicht sollte die Freya dich nochmal ansehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von hier. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Nutzen wofür? Ich will mich eigentlich gar nicht so umsehen. Ich will eigentlich lieber, ehrlich gesagt, zu Freya gehen. Das Problem ist nur, selbst wenn ich jetzt dahin gehen würde, da war ein Schrein mit einer Riesen drauf. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ah, du, die Hüterin des Wissens. Sie war eine begnadete Zauberin, die in allen Welten jedes Buch über geheimes Wissen sammelte, in der Hoffnung, ihre seherischen Kräfte zu stärken und ihren verschollenen Gemahl Aurvandil wiederzufinden. Doch ihre Visionen zeigten ihr nicht ihren Gemahl. Denn Grua, die länger und weiter in die Zukunft sah als jeder vor oder nach ihr, erblickte Ragnarök. Das Ende und den Anfang. Als Odin von ihrer großen Prophezeiung erfuhr, machte er sich daran, ihr Wissen für sich selbst zu erlangen. Odin hatte Groas Dienste schon oft in Anspruch genommen und empfing ihn wie einen Freund in ihrer Bibliothek. Sie ahnte nicht, dass Odin selbst hinter dem Verschwinden ihres Gemahls steckte und mit seinen eigenen Zaubern vor ihr geheim hielt, dass Thor ihn getötet hatte. Lächelnd packte der neidische Odin sie am Hals und raubte ihr mit eigenen Händen nicht nur ihr Wissen, sondern nahm ihr auch das Leben. Ich wusste ja, dass Odin böse ist, aber das ist einfach... Skrupellos, barbarisch, herzlos, so ist Odin. Wir könnten noch lange hier sitzen und schweigend darüber nachsinnen, zu welchen Gräueltaten Odin fähig ist. Oder wir legen einfach an. So. Denk weiter nach. Aber ich mag es halt nicht, wenn Geschichten unterbrochen werden. Gucke mal. Bruder, können wir auch der Meißel. Ich bin nicht dein Bruder.
Nein, das war... Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Das hat nicht richtig geleuchtet. Aber das sah doch schon gut aus. Mann, 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 Mann. Leute. Na? Das ist ja doch immer blöd. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Und ich kann nicht glauben, dass ich hier immer noch einfach weiter reinlaufe, nachdem ich schon weiß, was es hier alles gibt. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Brauche ich denn nicht das Bild, um hier irgendwas zu machen? Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Ja, der will aber, dass ich hier reingehe. Was, wenn du ohne mich eine benutzen musst? Es ist nicht schwer. Ja, da stimme ich ihm zu. Nur wie aktiviert er das denn? Ach, jetzt endlich. Oh. Atreus. Fünfmal dran Komm. Gewesen. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir nein, leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Och, nee. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Irgendwann fällt er mal aus dem Nest. Oh, das stimmt. Aber dich will ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Nein! Bleib weg! Nein! Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus! Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Und nimm den Hammer mit. Vergiss den Hammer nicht. Ach, du Idiot. Ernsthaft? Hallo, wieso... Wieso kann ich mich nicht umdrehen? Oh, das ist doch... Ey, da willst du dich umdrehen und den Hammer mitnehmen und dann ist das blockiert. Wollt ihr mich verarschen? Boah. Aber ich wusste, irgendwas ist mit dem Jungen noch. Aber es scheint so, als ob der jetzt so wahrscheinlich das erste Mal seine, wie nennt man die Kraft, diese Megapower da, das Schiff war doch rechts rum, oder nicht? Entdeckt. Jetzt müssen wir hier überall, achso, hier Nimm ist das Schiff. Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Das stimmt.
Wenn mit meinem Jungen was passiert ist, dann lernst du die Rache eines Vaters kennen. Oh, er wird zum Vampir. Scheiße. Andererseits muss man ja sagen, rechts, wo müssen wir? Warum sind da eigentlich so Runen drin, die leuchten? Okay, darum kümmern wir uns später. Erstmal um den Kleinen. Ich muss Atreus helfen. Ja, da will ich doch hin. Das Ziel ist aber rechts. Hallo? Jetzt block mich nochmal. Wir müssen ihm helfen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt da hinkommen. Okay, in der Hexenhöhle sind wir schon mal. Das ist gut. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber... Ein Gott, der denkt, er sei sterblich? Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Also ein psychologisches Problem, ja? Okay. Ich weiß, von hier aus war es nicht so weit, aber ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder so lange her, dass ich hier war. Doch, jetzt kann ich wieder nur gehen. Oh, nee. Komme ich denn überhaupt hoch? Muss ich nicht klettern, um dahin zu kommen? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ach nee, das ist ein Aufzug. Dum, di dum, di dum. Okay. Ich hoffe, wir nehmen die Abkürzung. Jemand hat gerade die Schlange gerufen. Mit welchen Horn? Ich dachte, das einzige Horn haben wir. Ach, das ist bestimmt der Kleine hier, der Bruder, der den gerufen hat, wa? Was ist jetzt mit dem Hammer? Er sollte den Hammer mitnehmen, aber der achtet ja nur auf den Jungen. Anstatt sich kurz umzudrehen, den Hammer einzupacken und dann den Jungen mitzunehmen. Das da oben Fieber was, wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich kann nicht schneller, oder? Nee, ich kann nicht schneller. Tut mir leid. Lauf einfach. Freya! So. Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin. Verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten... Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Oh, scheiße. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimir.
Beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Ich bin ganz ehrlich, da kommen mir glatt doch fast die Tränen. Ich weiß, wir müssen uns beeilen, aber natürlich nur im Spiel. Deswegen würde ich sagen, hier ist eigentlich der perfekte Cut und irgendwie auch wieder nicht, weil ich ja gern weitermachen würde. Aber eigentlich der perfekte Zeitpunkt, meine ich, um einen Cut zu machen. Mein Boot liegt den Weg runter. Ja, da werden wir uns drum kümmern. Da ich aber weiß, dass ich wieder zu doof sein werde, um alles vernünftig zu finden und dass sich das leider so angehört hat, als ob wir wieder irgendwas Großes besiegen müssen, wo wir dann das Herz holen müssen, so habe ich es jetzt verstanden, würde ich sagen, dass wir hier wirklich einen kleinen Cut machen und dass wir hoffentlich die Rettung in der nächsten Folge sehen. Was nicht einfach sein wird, weil wir dürfen oder wir können unsere Axt nicht benutzen, weil die da keine Wirkung hat und unser bester Angriff liegt jetzt da hinten und kämpft mit sich selber. Ich hätte vielleicht doch lieber meine Sachen was stärker machen sollen und nicht die von dem Kleinen. Aber man weiß es halt vorher nicht. Oh Gott. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.